Jemand vermutet, dass die Wahrscheinlichkeit für Rot tatsächlich geringer ist als 60%. Deshalb soll ein Hypothesentest durchgeführt werden. Dabei soll möglichst vermieden werden, dass irrtümlich von einer zu hohen Wahrscheinlichkeit für Rot ausgegangen wird. Formulieren Sie eine Null-Hypothese H0, die dieser Zielsetzung entspricht. Begründen Sie Ihre Wahl. Jemand vermutet, dass die Wahrscheinlichkeit für Rot tatsächlich geringer als 60% ist. Deshalb soll ein Hypothesentest durchgeführt werden. Dabei soll möglichst vermieden werden, dass irrtümlich von einer zu hohen Wahrscheinlichkeit für Rot ausgegangen wird. Formulieren Sie eine Null-Hypothese H0, die dieser Zielsetzung entspricht und begründen Sie Ihre Wahl. So, jetzt gehen wir zunächst mal zu dem ersten Satz. Jemand vermutet P kleiner 0,6. Das vermutet jemand. Was vermuten wir jetzt bezogen auf die Gegenhypothese oder Nullhypothese? Ja, bitte? P gleich 0,6. Beziehungsweise P größer gleich 0,6 soll die Nullhypothese sein und P kleiner 0,6, das soll die Gegenhypothese sein. So, das ist das, was wir aus dem ersten Satz herauslesen. Und jetzt müssen wir aber aufpassen. Wie gesagt, lesen Sie nochmal den zweiten Satz vor. Deshalb soll ein Hypothesentest durchgeführt werden. Den dritten Satz? Dabei soll möglichst vermieden werden, dass irrtümlich von einer zu hohen Wahrscheinlichkeit für Rot ausgegangen wird. Gut, jetzt gucken wir uns mal an, wenn, jetzt, also wie gesagt, das ist jetzt kein Aufschnitt. Wir wählen einfach mal P größer gleich 0,6. So, da wissen Sie ja, wir haben dann einen Annahme- und einen Ablehnungsbereich und einen Nicht-Ablehnungsbereich. Und jetzt möchte ich von Ihnen wissen, die Wahrscheinlichkeit vom Ablehnungsbereich, ist die klein oder ist die groß? Ja, bitte? Groß. Ist klein. Die Wahrscheinlichkeit vom Ablehnungsbereich ist immer klein. Das war das Ziel. Wir haben dieser Wahrscheinlichkeit auch einen Namen gegeben. Wie hieß diese Wahrscheinlichkeit vom Ablehnungsbereich? Die hieß Alpha oder Fehler erster Art. So, und weil ich das Alpha nicht mehr sagen darf, muss ich das jetzt Alpha 1 nennen. Also das ist der Fehler erster Art. Und Fehler erster Art müssen klein sein. Und die Wahrscheinlichkeit vom Nicht-Ablehnungsbereich, also vom Annahmebereich, ist groß. So, das ist so die Idee. Jetzt nochmal der dritte Satz. Dabei soll möglichst vermieden werden, dass irrtümlich von einer zu hohen Wahrscheinlichkeit für Rot ausgegangen wird. Gut, also das heißt jetzt, die Wahrscheinlichkeit vom Ablehnungsbereich ist klein. Der Ablehnungsbereich ist quasi dieser Bereich hier, der P kleiner 0,6 unterstützt. Der ist aber hier klein. Und jetzt steht dran, es soll vermieden werden, dass von einer zu hohen Wahrscheinlichkeit von Rot ausgegangen wird. Dummerweise ist hier aber eine zu kleine Wahrscheinlichkeit quasi drin, in der Gegenhypothese. Das heißt, das hier, was ich hier hingeschrieben habe, ist nicht die Nullhypothese. Das heißt, dieser Satz überstimmt das hier. Und in diesem Satz steht jetzt was drin? Was ist also die Hypothese H0? Ja, bitte? Nein, das ist also fast richtig. Das müsste ich abziehen im Abitur. Was ist H0? Ich schreibe es trotzdem mal hin. Was ist H0? Ja? Ja, natürlich. Ja. So, und jetzt sage ich, der Ablehnungsbereich ist klein, der Ablehnungsbereich ist P größer 0,6. Ja? Und das heißt klar, in diesem Falle habe ich eben einen unwahrscheinlichen Ablehnungsbereich, wie gefordert. Und der Annahmebereich ist groß. Das heißt, das H0 ist P kleiner 0,6, weil so hohe Wahrscheinlichkeiten vermieden werden, oder andersrum, weil so P von X größer gleich dieser Grenze, X habe ich nicht definiert, hätte ich mal tun sollen, der Grenze klein ist. Das ist der Fehler erster Art. So, das ist eine Aufgabe gewesen, wie gesagt, wo wir widerstreitende Meinungen haben. Der erste Satz sagt, eigentlich ist die Gegenhypothese das hier.
Und dann überstimmt aber der zweite Satz den. Das heißt, wenn Ihnen im Abitur sowas passiert, dann sollten Sie den ersten Satz einfach streichen. So, lesen Sie jetzt nochmal den Aufgabentext ohne ersten Satz vor. Deshalb soll ein Hypothesentest durchgeführt werden. Dabei soll möglichst vermieden werden, dass irrtümlich von einer zu hohen Wahrscheinlichkeit für Rot ausgegangen wird. So, und da drin steht dann ganz eindeutig drin, H1P größer 0,6 H0. Das heißt, wenn Sie den ersten Satz einfach weglassen, dann ist alles klar. Wenn Sie den ersten Satz aber mitverwenden, dann haben Sie die widerstreitenden Thesen und es passiert Chaos. Gibt es Fragen dazu?